Waldrand entlang. Ja, super geil, Alter. Ich liebe es. Beide Hunde ohne Leine. Und schreien darum. Super. Die laufen jetzt genau da entlang, wo ich das Wild vermutet hatte. Die werden auch bei euch durchs Bild laufen. Wie viel Uhr haben wir? Jetzt ist doch bestimmt 8. Okay, das eine ist ein Welpe. Schaut aus wie 2 Golden Retrievers. Geil, Alter. Jetzt der eine rennt in den Wald, der andere rennt hinterher. Genau da rein, wo das Wild ist. Kriegen Rappel, ey. Ja, super. Gott sei Dank sind die Hunde ohne Leine. Ganz großes Kino. Also ich bin ja eigentlich niemand, der Leute ankackt, ne? Aber der Hund ist gerade auf eine Fährte gekommen, das hat man richtig gesehen, und ist dann ab in den Wald. Und ist jetzt immer noch fort. So, jetzt kommen die 2 Hunde wieder. Ja, der Hund macht es anscheinend öfters. Jetzt leinen sie ihn an. Ich hoffe ja, dass sie mich noch nicht gesehen haben und trotzdem hier runterlaufen. Ja, sieht gut aus. Also ich bezweifle mal, dass da heute noch was kommt, nachdem die Hunde jetzt mal den Wald vor mir aufgemischt haben. Vorbeilaufen geht es noch, aber die 2 Hunde haben gerade den Wald vor mir durchgemacht. Da sind sie im Bild. Hey, der Krach ist das eine, aber ihr seid jetzt echt in der Scheißzeit, die Hunde von der Leine zu lassen, wisst ihr? Weil aktuell ist Brut- und Setzzeit, das heißt,
die weiblichen Rehe fangen jetzt gerade an, die Kitze in die Wiesen und überall hinzusetzen. Das heißt, und hören tut er nicht wirklich oder tut sie nicht wirklich, habe ich gerade gesehen. Die müsst ihr wirklich jetzt an der Leine nehmen. Okay. Weil die, wenn die jetzt setzen, dann liegen die hier in den Wiesenstreifen oder da vorne im, okay, in dem Busch. Und dann, wenn der Hund drüber stolpert, na, das ist halt echt schlecht, weil die rennen ja nicht weg. Die bleiben noch liegen, weil die für die ist die beste Deckung, nicht aufzufallen. Das ist auch das Problem, wenn jetzt die Bauern das Mähen anfangen und so weiter. Dann ducken die sich und kommen ins Mähwerk rein. Das ist ja das Problem. Und dasselbe ist halt dann auch, die Hunde haben eine gute Nase. Die geben zwar keinen Geruch ab, aber wenn jetzt auch zum Beispiel, wenn jetzt da die Geiß kommt und der Hund kommt auf die Geiß, dann ist es natürlich für die jetzt eher suboptimal, wenn die auch noch durch den Wald gehetzt wird, ne, während die jetzt gerade eigentlich die Kitze zu versorgen hat. Also wenn ihr die Hunde zumindest, sag ich mal, die nächsten, ja, 1,5, 2 Monate mindestens anleint, dann macht es durchaus Sinn. Okay. Zumindest wenn ihr Hunde habt, die nicht wirklich hören. Ja. Also wenn ihr jetzt auf dem Weg lauft und ihr Hund, der hört, dann ist, ich bin da der Letzte, der sich da beschwert. Aber ja, ja, ich habe gesehen und der ist, oder sie ist auf der Spur. Ja, ja. Die ist auf der Spur gekommen und ist dann da in den Wald reingerannt. Ne? Das ist halt echt zu der Zeit ultra schlecht. Das ist immer ultra schlecht, aber zu der Zeit ist halt ja, noch viel schlechter. Ja. Das steht eigentlich Leine in Pflicht. Ja, also zumindest, wie gesagt, in der Brut- und Setzzeit ist das halt echt ganz ungünstig. Und was schießt du da jetzt genau? Ja, wenn da jetzt halt männliches Rehwild kommt oder Rehe aus dem letzten Jahr, okay, die halt jetzt nicht tragend oder führend sind. Ne? Oder auch wenn Schweine kommen, würde man auch schießen. Schweine gibt's nicht, sind hier viele unterwegs? Ja, gerade in dem Stück, wo ihr da drin wart. Echt? Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Zusatzpunkt, warum man die Hunde aktuell auch nicht loslassen soll, weil die haben gerade so große Frischlinge. Und wenn die Bache... Wenn Schweine! Ja, ja. Also ich war letzte Woche da oben geguckt zum Beispiel und da kam eine Bache mit 7 Frischlingen raus. Also da oben an dem Feld, wo ihr jetzt gerade wart. Und wenn da die Hunde reingehen und dann meinen, sie müssen noch ein wenig Stress machen, dann räumt die Bache die auf und dann sind die aber auch tot. Also die schlitzt die an der Seite auf. Ne? Also um die Jahreszeit würde ich wirklich keinen Hund loslassen. Das ist für die Tiere und für den Hund auch gefährlich. Na, wenn wir ja Drückjagden machen oder so und dann unsere Hunde schnallen, dann haben die ja so Kevlar-Westen an, ne? Dass wenn die einen Schlag kriegen, dass das nicht durchgeht. Und das sind halt auch erfahrene Hunde, die wissen, was sie machen. Aber die rennen drauf und denken sich, oh, jemand zum Spielen. Und die Bache sagt, das war's gleich mit dir, ne? Ne, hast auch einen Hund drin, oder? Ja, ja. Münsterländer, oder? Ja. Perfekter Jagdhund. Ja. Okay. Und selbst den lasse ich zurzeit nicht wirklich frei, also. Mhm. Weil der, wenn was finden würde, wäre halt auch schlecht. Ja. Also der wird es Gott sei Dank nicht kaputt machen. Aber er wird auf jeden Fall schon mal hingehen und dann hast du den Geruch vom Hund am Kitz und so weiter und dann wird es halt immer schwieriger mit der Geiß. Ne? Also da wirklich schaut man noch die nächsten 1,5, 2 Monate, dass da vielleicht, ja, jetzt wenn da so ein Feldstück ist wie da oder so und ihr könnt es wirklich überblicken, ja, von mir aus noch, aber ansonsten echt, die müsst ihr echt an die Leine legen, vor allem wenn sie nicht hören. Weil es hat man richtig schön gesehen, da ging die Nase am Boden und dann hast du richtig gemerkt, ah, jetzt hat er was und zack, rein da. Und ich kann wahrscheinlich jetzt auch eh heimgehen, weil die jetzt den Wald da durchgemacht haben. Da kommt jetzt erstmal, glaube ich, nichts mehr. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht woanders hingehe. Okay. Also komm. Gut, sorry. Ja, ja, das konnte er ja nicht wissen, aber an die Leine müssen sie echt, weil das ist ja zurzeit echt ein Problem. Ja, genau. Okay, ciao. Jo, ciao.